Kollege von mir, den ich schon jahrelang sehr bewundere, Heinz Schenk. So, willkommen Heinz, jetzt machen wir ein Spiel, wobei Sie bei einem in einem Hotel kommen, bei einem Portier. Sie wohnen zu Ihrem Zimmer, aber Sie haben irgendetwas Verrücktes dabei, wodurch der Portier gezwungen ist, um zu sagen, Moment, das geht nicht, Sie können damit nicht aufs Zimmer. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Bitte Heinz, mach du mal ein Beispiel. Zwei Heinze zusammen, Heinz Eckner und Heinz Schenk. Guten Tag, gnädige Frau. Verzeihung. Namen. Sie haben ein Zimmer bei uns? Ja, ich möchte gerne mein Zimmer 23. Ich habe es rübergehängt. Ja. Sind da Bienen drin? Ja, da sind Bienen drin. Ja, die können Sie nicht mitnehmen. Das doch, die brauche ich. Nein. Doch, die muss ich haben. Ich kann keine Bienen mit aufs Zimmer nehmen. Ja, ich muss die Bienen aber haben. Ich kann nicht schlafen, wenn ich das Summen nicht höre. Das muss ich haben. Das muss ich. Unsere Heizung summt. Das wird doch genügen. Ne? Nein, die summt nicht so wie meine Bienen. Und vor allen Dingen muss ich morgens, Sie wissen, in Hotels, die Frühstücks, die sind immer so mit dieser Marmelade und so. Ich brauche frischen Honig morgens. Unser Honig ist frisch. Und Sie können keine Bienen mit aufs Zimmer nehmen. Wir sind ein anständiges Hotel. Also, erlauben Sie mal, wenn ich meine Bienen nicht mitnehmen kann, also gut, ich darf die nicht mitnehmen. Nicht die Bienen. Auf Ihre Verantwortung, dann lasse ich meine Bienen eben frei. Bitte, wenn Sie das machen. Nein, um Himmels Willen, Sie haben mich überredet. Nehmen Sie die Bienen mit. Also ja. Bitte, nehmen Sie. Dankeschön. Nehmen Sie um Himmels Willen die Bienen mit. Bitte, nehmen Sie die Bienen mit. Sie müssen versuchen, so zu reden, dass er Sie einfach doch aufs Zimmer lässt. Wir wollen eben eine Reihenfolge machen, wenn Sie anfangen. Dann sind Sie dran, dass wir ein bisschen Paare gleich sich vorbereiten können, was Sie sehen, gleich hinter diese Requisiten, die Sie dann kriegen, dass Sie gleich berechtigt sich vorbereiten können. Wenn Sie jetzt nach hinten gehen, dazu Heinz, Sie auch, ja, gehen Sie schon mal mit. So, dann sind wir sehr gespannt. Als Erster kommt also Herr Frey, und Herr Frey hat wohl eine sehr schwierige Sache, womit er aufs Zimmer will, aber schauen Sie selbst zu. Da kommt er. Bitte, Herr Frey. Bitte, Herr Frey. Ja, gehen Sie mal. Sie haben, ein Doppelzimmer bei uns bestellt. Ein Doppelzimmer, ja. Ja, was ist das? Das ist der FC Zürich. Der FC Zürich, ja. Und wollen Sie ein Heimspiel im Zimmer machen? Oder aber wir würden bitte für einen. Wir spielen ja morgen gegen Werder Bremen. Das ist, die haben heute schon genug gehabt. Also ich meine, beim besten Willen, Sie kennen die Damen, Sie haben ein Doppelzimmer, Sie können doch keine Mannschaft mit ins Zimmer nehmen. Nein, das geht beim besten Willen, das ist nicht erlaubt. Direktion erlaubt so etwas nicht. Haben Sie keine Kajütenbetten? Kajütenbetten, wir könnten Ihnen was auf die Kegelbahn stellen, wenn Sie trainieren wollen. Also, es ist auch nichts mehr frei, wir sind voll besetzt und so weiter. Kegelbahn geht nicht, so schnell fallen die nicht um. Ja, ja. Na, vielleicht wird jemand vom Platz gestellt, ich weiß es nicht. Also, das geht nicht, ich kann Ihnen beim besten Willen also kein Zimmer geben, Herr Frey. Also, die Damen können nicht mit, Sie können selbstverständlich. Wenn Sie das Captain Girl mitnehmen, die anderen trainieren Sie morgen. Also, wohnen Sie im Haus? Also, ich wohne im Haus. Haben Sie vielleicht noch für zwei weitere Platz? Für zwei weitere? Nein, ich bin schon mit Tennis beschäftigt. Ich bin mit Tennis beschäftigt. Tut mir also sehr leid. Okay, ich finde, das reicht. Sie haben sich schon tapfer geschlagen. Ja, das war schon genug. Schwierig. Dafür dürfen Sie auch mit der Mannschaft da nach hinten gehen. Ja? Dankeschön. So, und jetzt kommt als Zweite, kommt jetzt Schwan Junior, und er hat auch wieder was ganz Verrücktes dabei. Ja. Schwan. Schwan, guten Tag. Guten Tag, Herr Schwan, mir schwant allerlei. Sie haben ein Einzelzimmer, haben Sie bei uns? Ja, ja. Ich möchte meinen Heimtrainer bitte mit hochnehmen. Das ist ein Heimtrainer? Ich sehe das mehr als Betonmischer an. Nein, aber nicht doch. Warten Sie mal, er bewegt sich etwas schlecht. Ja, ist klar. Aber sehen Sie. Wie trainieren Sie da? Abends, im Moment klemmt ein bisschen. Ja, im Allgemeinen kann ich nicht mehr hoch und runter bewegen. Ja. Das muss ich abends immer machen. Im Zimmer? Ja, sicher, selbstverständlich. Ich habe also meine Hanteln sonst im Allgemeinen zu Hause. Sie haben auch noch Hanteln? Ja, die habe ich diesmal vergessen. Ja, haben Sie vergessen. Wir kriegen das Ding die Treppe hoch, unser Aufzug ist außer Betrieb. Nein, das macht doch nichts. Deswegen habe ich doch den Heimtrainer, damit ich trainieren kann, ihn tragen kann. Also mein Gott, wie ich gebaut habe, haben da die Maurer ständig bei mir trainiert. Ich habe immer gedacht, die arbeiten. Aber von mir
aus. Also wenn er trainieren will, also. Okay, dann darf er das. Ja, okay, prima. Danke. So, und jetzt kommt als Dritte kommt Frau Schwan. Frau Schwan. Und Frau Schwan hat auch wieder was Verrücktes dabei. Grüß Gott, Frau Schwan. Sie hatten, wir hatten ein Einzelzimmer bei uns, ja? Ein Einzelzimmer im zweiten Stock. Ja, das war Zimmer 1 und 2. Ich weiß, gehören die Herren zu Ihnen? Alles selbstverständlich. So, ja, mal, sagten Sie Herren? Ja. Nein, nein. Sie sehen aber wie Herren aus, oder haben Sie sich verkleidet? Das ist meine kleine Nachtmusik. Liebe Frau, die brauchen Sie nicht. Wir haben voll Stereoanlage im Zimmer. Ja, ja, aber da bin ich nicht sicher. Bei meiner kleinen Nachtmusik bin ich sicher, dass ich gut schlafen werde. Also wir haben auch Fernsehen im Zimmer, da können Sie noch besser schlafen. Nein, also Also Fernsehen ist für mich zu aufregend. Nein, Frau Meck, wir können gerne also nicht können wir nicht miteinander handeln? So. Es gibt natürlich gewisse Möglichkeiten, wie man sich unterhalten könnte. Also bitte, Herr Poitier, Sie dürften in meiner kleinen Nachtmusik die fünfte Strophe sein. Das wäre dann aber mehr ein... Ist das ein Angebot? Ich wäre die fünfte Strophe. Oder die erste. Das wäre dann mehr eine Katastrophe. Also das wäre... Sehen Sie mal, die Frau, woher weiß ich, dass die Herren wirklich, können die musizieren, spielen die ja? Die können. Ja, bitte, bitten Sie mal, bitte. Damit man es glaubt und damit man es glaubt. Ja, genau. Also. Ja, wo waren wir stehen? Also bitte. Dann machen Sie Ihre kleine Machtmusik und rufen Sie mich an, wenn meine Strophe dran ist. Ja. Du wärst auch ein guter Kandidat für mich. Du hast Sachen drauf. Kannst mich immer einladen, ne? So, und jetzt kommt Fräulein Frei, Marlene Frei. Mhm. Na, die hat auch wieder was Besonderes. Ich weiß, gut, bitte sehr. Mich überreichen. Grüß Gott. Zimmer 15, bitte. Das ist mein Freund, das ist Joe. Das ist Joe. Ja, das ist Joe. Der riecht aber. Also, das ist Joe. Na, Sie können ja kein Kamel mit dem Zimmer nehmen. Aber natürlich, das ist mein Freund. Bei uns sind Tiere im Hotel verboten. Hören Sie mal, soll ich denn mal ins Ohr flüstern, dass er Sie anspuckt? Wenn es Glück bringt, warum nicht? Bitte, Joe. Nein, aber das hat kein wir würden noch nicht mal die Bremer Stadtmusikanten reinlassen. Also ehrlich, das ist... Na, das ist doch etwas ganz anderes. Nein, also wirklich, anderes. Wir hatten schon Kamele im Hotel, aber mit zwei Beinen und mit vier Beinen. Das ist beim besten Willen, das können wir nicht machen. Das ist also wirklich nicht drin. Also, das ist, was? Na, hören Sie mal. Ja, ich höre ja die ganze Zeit, er sagt ja nichts. Also, mein Freund, wenn der nicht dabei ist, wo soll ich denn hinstellen? Ah ja, vielleicht nehmen Sie eine Garage. Also, wir haben wunderschöne Garagen und so weiter. Sieh, der schlägt Ihnen ganz Bremen kaputt, das sage ich Ihnen. Der schlägt mir ganz Bremen kaputt. Na, also, Rudi, da sehe ich ein bisschen schwarz, wenn er mal ganz Bremen kaputt schlägt. Nehmen wir an, du bist der Hoteldirektor. Ist das Kamel? Entschuldigung, hier ist das Kamel. Was würdest du sagen? Also, darf sich das Kamel ausnahmsweise? Ja, ich würde sagen, sie hat sich schon. Ja, Farbe. Ich würde sagen, nehmen Sie es ruhig mit. Das ist eine Geste von uns. Hier in diesem Hotel darf noch nicht mal ein blauer Bock rein. Also, das ist okay. Es geht schon hier durch die Hintertür. Ja, bitte sehr, da geht es schon. So, die anderen Kandidaten bitte hier dazu. Kommen Sie mal hier. So, und die anderen auch. Heinz, die Punkte, nicht gleich. Das ist schwer. Beneide dich nicht. Also, wenn ich es ein bisschen erklären soll. Kommen Sie bitte neben Ihre Frau Tochter, Schwan dann können Sie besser hat mich übersehen. Also so nett überzeugt und da ich schon immer mal die fünfte Strophe sein wollte, in einer Melodie. Also ich würde sagen, sie hat das so geschickt gemacht, sie hat mich also wirklich ehrlich. Ja. Überzeugt. Ich würde sagen, vier Punkte. Vier Punkte für Frau Schwan. Und
mit dem Betonmischer als das auszugeben als ein Trainingsgerät war auch eine gute Idee, würde ich sagen, 3 Punkte. 3 Punkte für. Das Kamel hat mich restlos geschafft, aber wie sie gesagt hat, das ist mein Freund, also ich würde sagen, die 2 Punkte. 2 Punkte für Marlene. Und mit dem Fußball, die hatten es mit 11 Frauen ein bisschen schwer. Wenn ich Ihnen 1 Punkt gebe, kommt vom Herzen, ja? Grüßen Sie mir die Schweiz. 1 Punkt für die Schweiz. So. Uli. Also, herzlichen Dank. Haben wir immer zu tun, ja. Herzlichen Dank, Herr Schenk. Ja. Ich vergesse deinen Zimmerschlüssel. Ich nehme meinen Schlüssel, ja, klar. Ja, okay. Alles gut. Cool. Ich lege mich hin. Bis zum nächsten Mal. Danke sehr.